Normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen auf die Eins. Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Deutschland-Preview Nummer 4. Yes, Sir. Wir sind so weit gekommen wie bei der letzten EM. Und ich bin sehr gespannt, wie oft ich dieses Intro hier noch aufnehmen darf. Für die Leistung der bisherigen deutschen Nationalmannschaft könnt ihr sehr, sehr gerne ein Like auf dieser Preview dalassen. Würde mich sehr freuen. Und heute werden wir auf das Spiel Deutschland gegen Dänemark eingehen. Let's go. Und wie ihr es bereits kennt, starten wir natürlich rein mit dem ersten Spiel, beziehungsweise mit der ersten Sache, die man natürlich immer zuerst hier in der Preview machen muss. Und das natürlich auf den Kickbase-EM-Modus eingehen. Ich habe das Ganze bereits aufgestellt und das ist meine persönliche Prediction, als auch meine Aufstellung für eben diesen EM-Modus. Wir gehen mal rein, gehen mal zum Spiel und gehen mal auf die Aufstellung, um diese zu bearbeiten. Ich werde aller Voraussicht nach wieder dieselbe Taktik fahren, wie ich beim letzten Spiel gefahren habe, wo ich gottlos reingeschissen habe. Aber ich glaube trotzdem weiterhin daran, dass das die Taktik ist, wie man diesen Modus hier die meistmöglichen Punkte rausnehmen kann. Und das ist einfach über volles Risiko. Wirklich all in gehen, keine großen Gedanken machen, was Sicherheit angeht, weil es geht hier letzten Endes wirklich nur darum, das Ding am Ende zu gewinnen. So, und um zu gewinnen, müsst ihr Risiko eingehen und deswegen gehe ich natürlich auch volles Risiko. Ich gehe mit Jamal Musiala als meinen teuersten Spieler. Hab dann Kai Havertz mal wieder mit dabei, der eventuell nicht starten könnte. Aber sollte er nicht starten, kommt natürlich Niklas Füllkrug für ihn in die Mannschaft mit rein. Der ist ja auch hier bei den 30 Millionen Spielern dabei. Dann gehe ich mit Waldemar Anton. Warum? Kommen wir gleich zu. Beziehungsweise, ist ja kein Spoiler. Antonio Rüdiger könnte eventuell ausfallen. Der hat so ein bisschen Leistenprobleme gehabt, also ich glaube irgendeine Zerrung im Oberschenkelbereich, weiß nicht mehr ganz genau, ob es die Leiste war, können auch die Hamstrings sein, ich bin mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall könnte Waldemar Anton starten und wenn er das tut, dann ist er natürlich für 20 Millionen in dem Modus hier für mich absolut gesetzt. Und als dritten oder als vierten und letzten Spieler habe ich da noch Chris Führich mit dabei, wie immer, ist für mich einfach der lukrativste, um von der Bank zu bringen. Man kann auch mit Maxi Bayer gehen. Ich persönlich trust aber wieder meinem lieben Chris. Captain C ist für mich dann auch super obvious. Also der Spieler, der doppelte Punkte macht, ist natürlich Jamal Musiala. Und meine persönliche Ergebnisprognose, die auch diesmal wirklich meine Prognose ist, ist ein 4:1 für unsere deutsche Nationalmannschaft. Also ihr seht es, ich gehe hier von einem klaren, deutlichen Sieg aus. Und warum ich das sehe, gehen wir jetzt drauf ein. Denn auch wenn die deutsche Nationalmannschaft bisher eventuell gegen die Schweiz ein bisschen gestruggelt hat, hat man in den ersten beiden Spielen sowohl gegen Ungarn als auch gegen Schottland meiner Ansicht nach zwei sehr souveräne Leistungen gezeigt. Und auch gegen die Schweiz war man die klar bessere Mannschaft. Und es ist am Ende dann nur in die Hose fast gegangen, weil die Schweiz eben sehr diszipliniert und sehr, sehr gut verteidigt hat, beziehungsweise die deutsche Nationalmannschaft ihre Chance nicht weggemacht hat. Das sollte gegen Dänemark meiner Ansicht nach ein relativ ähnliches Spiel werden, mit aber letzten Endes dem hoffentlich besseren Ausgang. Warum tippe ich 4:1? Weil ich mir einfach vorstellen kann, dass das Ganze jetzt wieder extrem ins Rollen kommt. Ab jetzt kickt so richtig der Ernst der Lage. Und man hat gesehen beim Spiel gegen Schottland, wenn diese deutsche Nation mit wirklich 100% Ernsthaftigkeit ins Spiel geht, dann kann es wirklich richtig knallen. Und auch für die Dänen defensiv, da gehen wir gleich drauf ein, eigentlich nicht so verkehrt sind, haben sie mich bisher bei dieser EM bisher noch nicht überzeugen können. Und deswegen, wie gesagt, diese klare Ergebnisprognose von einem 4:1. Bei der Aufstellung dürfte sich bei der deutschen Nationalmannschaft gezwungenermaßen die eine oder andere Position ändern. Es gibt deutlich mehr Spekulationsbedarf, als ich hier predikte. Wer auf jeden Fall ausfallen würde, ist Jonathan Tah, der mit der Gelbsperre fehlt. Dafür sollte Nico Schlotterbeck in die Startformation der deutschen Nation rücken. Und ich habe es eben schon gesagt, Antonio Rüdiger könnte eventuell mit Oberschenkelproblemen ausfallen. Dann wäre natürlich der natürliche Nachfolger Waldemar Anton. Ich gehe auch davon aus, dass man dort kein Risiko eingehen wird. Rüdiger hat auch wahnsinnig viele Spiele dieses Jahr abgespult und er ist dementsprechend mit Sicherheit auch mal für eine Pause gut. Und deswegen ist meine persönliche Prognose, dass sowohl Waldemar Anton als auch Nico Schlotterbeck starten werden. Ist das jetzt was Gutes? Natürlich nicht. Ich bin auch ein Freund von Eingespieltheit. Ich finde, Rüdiger und Tham das sowohl in Testspielen als auch in den ersten beiden Spielen der EM und auch gegen die Schweiz eigentlich sehr gut gemacht. Bilden da wirklich das absolute Abwehrbollwerk bei der deutschen Nationalmannschaft. Und ich persönlich hätte mir natürlich gewünscht, dass beide fit sind. Hoffentlich wird wenigstens Rüdiger fit. Wobei man mit Waldemar Anton natürlich auch da einen in der Hinterhand hat, der mit Sicherheit kein schlechter Mann ist. Aber es ist natürlich hart, so erstes Pflichtspiel für die deutsche Nation, abgesehen von den Testspielen, dann direkt in einem EM-Achtelfinale, wo so viel auf dem Spiel steht. Das ist schon eine harte Circumstance so.
Aber Waldemar Anton, ich traue dem Mann das zu, frisch zu Dortmund transferiert. Er wird das auch im Notfall in Anführungszeichen wuppen können. Es gibt noch ein paar andere Positionen, die natürlich ein bisschen Diskussionsbedarf bieten. Das wäre zum einen die Linksverteidigerposition mit Maxi Mittelstädt, der bisher keine schlechte Leistung gezeigt hat, aber David Raum nach Einwechslung sehr gut gewesen. Da gibt es die ein oder andere Stimme, die dort gerne David Raum sehen würde. Ich persönlich sehe dort weiterhin Maxi Mittelstädt und finde, er hat es auch verdient, weiterhin zu starten. Und das Ähnliche gilt auf der Stürmerposition. Auch wenn ich persönlich das Reel gepostet habe und ich Niklas Füllkrug sehr mag. Wir haben auch im Podcast drüber geredet. Ich finde es einfach von der Reihenfolge deutlich sinnvoller, zuerst einen Kai Havertz bringen zu können, der den Gegner quasi 60 Minuten lang im Interplay etc. so ein bisschen müde spielen kann. Und dann bringst du so eine physische Gewalt wie Niklas Füllkrug von der Bank. Das macht in meiner Welt einfach mehr Sinn, als mit Füllkrug zu starten und dann Kai Havertz einzuwechseln, weil meiner Ansicht nach Füllkrug von der Bank deutlich mehr Impact hat als eben ein Kai Havertz. Deswegen ist das meine persönliche Aufstellungsprognose. Tah und Rüdiger gehen raus und dafür kommen Nico Schlotterbeck und Waldemar Anton in die Startformation rein. Schauen wir uns das Ganze bei den Dänen an. Gab es bereits in der EM die ein oder andere Änderung in der Startformation. Unter anderem ein Bar, der jetzt auf der rechten Schiene scheinbar gesetzt ist. Und das auch meiner Ansicht nach vollkommen zu Recht, denn der Typ ist eine absolute Maschine. Könnt ihr mal im Spiel drauf achten. Und Joachim Mähle, der auch im ersten Spiel nicht ran durfte, darf jetzt auch auf der linken Schiene starten. Auch wieder ein bisschen positionsfremd, aber der Mann ist sowohl links- als auch rechtsfüßig und kann da definitiv beide Seiten spielen. Dänemark wird definitiv in der Dreierkette auflaufen. Ihr seht es hier, Andersson, Vestergaard und Christensen sind da die Leute, die ich erwarte. Ist auch eine super Dreierkette, rein von den Namen her und auch spielerisch finde ich die Mannschaft absolut sehenswert. Im Mittelfeld fällt mit, ich habe den Namen vergessen, Hjulmann, ich habe es wirklich probiert, das aussprechen zu können. Fällt auf jeden Fall aus durch die gelbe Kartensperre. Und Delaney, ein Altbekannter aus der Bundesliga, wird seinen Posten, meiner Ansicht nach, ersetzen oder besetzen. Neben ihm spielt dann der liebe Heuberg, der natürlich auch schon bekannt ist, hat er auch mal in der Bundesliga gekickt, ist ein sehr, sehr guter Spieler, aktuell bei den Tottenham Hotspur unterwegs. Vorne dran haben wir Christian Eriksen und dann natürlich vorne drin Jonas Wind und Rasmus Højlund. Ist natürlich auf dem Papier alles sehr, sehr stark, aber was die Dänen bisher nicht hinbekommen haben, ist eben diese ganze Qualität auf den Platz zu bekommen. Dabei haben die Dänen im Spiel gegen die Slowenien, ihre beste Leistung bisher bei der EM zeigen können. Ihr seht es nochmal unten hier, 68% Ballbesitz, 1,66 XG. Wenn man aber das Spiel betrachtet von Slowenien, zum Beispiel gegen England, dann hat man gesehen, okay, ja, die haben unter anderem auch jemanden wie Beni Šeško mit dabei, aber das ist wirklich keine Mannschaft, vor der man Angst haben sollte. Und da eben nur 1:1 zu spielen und trotzdem solche Sets zu haben, ist auch nicht allzu überzeugend. Gegen England waren es nur 0,28 XG mit ungefähr ausgeglichenem Ballbesitz. Und gegen die Serben, die auch am Ende wahnsinnig schwach waren mit 0,29 XG, waren es auch nur 0,6 XG und am Ende ein verdientes 0:0. Also bisher hat man defensiv ganz gute Ansätze zeigen können bei Dänemark, hat das aber bisher offensiv bisher noch gar nicht auf die Straße bekommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das, was ich von Dänemark gesehen habe, haben sie mich einfach nicht überzeugt. Es war eine Gruppe, die durchaus machbar gewesen wäre. Auch England war keine Mannschaft, vor der man sich hätte verstecken können. Die haben einen absoluten Katastrophenball unter Southgate gespielt. Also es wäre eine Gruppe gewesen, wo definitiv mehr drin gewesen wäre. Und wie gesagt, die Spiele, die Minuten, die ich von Dänemark gesehen habe, haben mir persönlich nicht wirklich gut gefallen. Gegen England fand ich sie teilweise in manchen Passagen echt ganz in Ordnung. Ansonsten konnte man die bisher wirklich ein bisschen in die Tonne drehen. Dementsprechend bin ich hier sehr positiv gestimmt. Ich kann mir gut vorstellen, dass die deutsche Nazio, so wie sie bisher aufgetreten sind, eine deutliche Nummer zu groß sind für diese Dänemark-Mannschaft. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, Dänemark ist auch eine absolute Turniermannschaft, hat bisher bei den gesamten letzten großen internationalen Turnieren immer wieder für Aufruhr gesorgt, immer wieder gute Spiele drin gehabt, deswegen unterschätzen würde ich sie am Ende nicht. Ich glaube aber einfach, dass die Souveränität und das, was in Deutschland gerade abgeht, sowohl in der Nation an sich als auch bei der Mannschaft, zu viel sein wird für Dänemark und wir das Ding am Ende, wie gesagt, souverän mit 4:1 für uns entscheiden können. Aber ich bin natürlich auf eure Prognose gespannt. Lasst die mir sehr, sehr gerne in den Kommentaren da. Würde mich sehr, sehr freuen. Lasst ein Like auf dem Video da und wir sehen uns dann morgen früh nochmal zu meinen Fantasy-Lineups und den Predictions für das Achtelfinale. Ganz viel Spaß damit, Freunde. Wir sehen uns morgen. Haut da rein und ciao, ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man.